und Identitätsfragen in Zeiten des Angriffskrieges. Ira Peter wurde in Kasachstan geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Sie ist Autorin, Journalistin und setzt sich dabei mit russlanddeutschen Themen auseinander, etwa in ihrem Podcast Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Genau, soweit ich weiß, befindet sie sich gerade in Tbilisi. Dann würde ich vorstellen Hanna Wähler. Hanna Wähler ist 98 in einer jüdischen Familie in Belarus geboren worden und kam dann 2005 nach Deutschland. Sie ist Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands und auch als politische Bildnerin tätig und ist heute, soweit ich weiß, aus Paris zugeschaltet. Dann herzlich willkommen, Alexandra Bienert. Sie ist in der Stadt Tschernowitz in der Ukraine geboren und kam 2005 zum Studium nach Deutschland. Sie engagiert sich für politische Partizipation und interkulturellen Dialog, ist Menschenrechtsaktivistin, Vorstandsvorsitzende der Allianz ukrainischer Organisationen und promoviert gerade zur ukrainischen Geschichte Berlins an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und last but not least begrüße ich Natalie Pavlik. Sie ist seit April 2020 Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Seit September 2021 ist sie die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete der SPD. Natalie Pavlik wurde am 26. August 1992 im sibirischen Wostok in Russland geboren. Sie siedelte 1999 gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester als Spätaussiedlerin in die Bundesrepublik aus. Herzlich willkommen an alle Teilnehmenden. Tut uns leid für den Verzug der Veranstaltung. Wir werden Sie deswegen 15 Minuten länger halten. Also um 17:15 ist hier Schluss. Genau. Dann würde ich auch direkt zu den Fragen übergehen und mit dir beginnen, Alexandra. Und zwar, Alexandra, die ukrainische Diaspora ist durch den Krieg und die Zerstörung, die Familien- und Herkunftsstädte betrifft, sicherlich sehr stark herausgefordert. Hierzulande muss sie auch noch mit Anfeindungen von Putin-AnhängerInnen und von Rechten sich auseinandersetzen. Gleichzeitig erlebt die Community antislawischen Rassismus und direkte anti-ukrainische Gewalt. Von diesem antislawischen Rassismus sind UkrainerInnen betroffen und der antislawische Rassismus begreift sie als ähnlich oder gar gleich wie RussInnen. Aber deshalb habe ich eben auch in der Fragestellung die anti-ukrainische Gewalt, die durch russische Propaganda geschürt wird, herausgehoben. Was bedeutet das für die Identitätsbestimmung ukrainischer Menschen in Deutschland und auch letztlich für dich natürlich? Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen. Ich freue mich auch, Anastasia, dich wiederzusehen. Wir haben uns zuletzt bei der DAZ gesehen. Zu deiner Frage. Es ist natürlich keine leichte Zeit für uns. Also ich spreche zu Ihnen heute aus Berlin. Nach Berlin kamen ja alleine 270.000 Menschen, die hier registriert wurden. Und wir gehen jetzt davon aus, dass hier so ungefähr 100.000 geblieben sind, plus die 24.000, die es davor gab. Eine riesige Community, die keine Räume hat. Das ist vermutlich so eins der Knackpunkte gerade, was ich sehe. Und was ich merke, Menschen brauchen Schutzräume, Menschen, die gekommen sind, brauchen diese Schutzräume. Was heißt Schutzräume? Also ganz banal braucht man einen physischen Raum, um sich zu treffen, vielleicht um einen Workshop zu machen oder auch um sich auszutauschen. Und diese Räume sind sehr knapp. Die sind sehr knapp in der Hauptstadt generell, jetzt auch durch die auch politischen Entwicklungen. Und dass die Träger immer mehr rausgedrängt werden. Aber es ist auch dadurch knapp, dass wir hier als ukrainische Community vor der Invasion, vor der flächendeckenden russischen Invasion, kein Community-Zentrum hatten. Wir haben derzeit so einen kleinen Raum im interkulturellen Haus Pankow, 20 Quadratmeter. Und ich warte gestern gerade, warum ich das so ausführlich erzähle. Wir hatten gestern angefangen mit Theaterworkshops für ukrainische Geflüchtete oder für Geflüchtete aus der Ukraine. Und es waren 25 Menschen da, die unglaublich dankbar waren, dass sie für 2 Stunden einfach mal abschalten konnten und nicht über gerade sich informiert haben, wo gerade die Bomben fallen und ob ihre Stadt gerade angegriffen wird.
oder nicht gerade das hunderttausendste Formular vom Jobcenter ausfüllen müssten, sondern einfach mal zusammen sein konnten und lachen konnten. Das war eine unglaubliche Erleichterung und Dankbarkeit auch zu spüren. Ja, aber auch den Raum, um sich einfach mal für so einen Workshop zu treffen, hat man eigentlich nicht. Ne? Man muss ja immer so Bäume betteln, daher suchen wir. Wir suchen händeringend nach einem Raum für Ukrainian Civil Society Center. Das ist zum einen. Zum anderen fehlen Schutzräume auch für Schutz, also besonders schutzbedürftige Geflüchtete. Hier möchte ich zum Beispiel auf das Beispiel von LGBTIQ-Menschen kommen, die aus der Ukraine kamen. Sie haben derzeit, es ist eine kleine Gruppe von, beziehungsweise mehrere kleine Initiativgruppen, die sich gebildet haben, und die haben keine Räume, wo sie sich treffen können. Und der Raum, wo sie sich treffen, ist gerade ein russischer Verein oder ein russischsprachiger Verein. Da sind wir zurück jetzt zum Thema der Veranstaltung. Und das ist kein Schutzraum für sie. Soweit vielleicht dazu. Dankeschön. Vielleicht könntest du noch mal erklären, was bedarf es? Also muss es ein rein ukrainischer Raum sein, dass es ein Schutzraum ist, oder können auch eben solche gemischten Räume wie, also ich denke, du sprichst über Quartira e.V. Mhm. Genau, oder auch Post-Ost-Communities können diese Schutzräume darstellen? Und was muss passieren, damit diese Communities auch Schutzräume werden können? Also ich spreche jetzt nicht für ukrainische LGBT-Geflüchtete, aber es wurde jetzt an mich von ihnen herangetragen, auch dass sie einen Raum suchen. Diese Räume können nicht in einem Raum sein, der von einem russischen Verein betrieben wird oder von einem Verein, der sich als Verein für russischsprachige Menschen bezeichnet. Das ist ganz klar. Russische Sprache ist ein Instrument des Imperiums. Ich kann Ihnen über mein eigenes Beispiel erzählen. Mein Opi war ukrainischsprachig und ich bin russischsprachig aufgewachsen. Und das hat bestimmte Gründe, weil ukrainische Sprache wie ukrainische Kultur in der Sowjetunion unterdrückt wurden. Die Aufarbeitung von diesen Instrumenten, dem Imperialismus, von dem russischen Imperialismus fand noch nicht statt. Daher können diese Räume, die die russischsprachigen Vereine derzeit auch anbieten, ich weiß auch, dass sehr viel gemacht wird, ne? Das ist ja nicht die Frage. Es ist auch sehr wertvoll, aber das sind keine Schutzräume für Menschen, die von russischen Bomben gerade aus der Ukraine fliehen. Ja, also ich kann auf Post-Ost auch gerne später kommen. Weil das ist, das ist noch eine längere Erklärung. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Dann sprechen wir später darüber. Dann würde ich jetzt erstmal zu Hannah Wehler kommen und dich fragen, also du stammst ja aus, also du bezeichnest dich auch selbst als post-sowjetische Jüdin und stammst aus Belarus. Man kriegt ja eigentlich kaum mit, was der Krieg in den post-sowjetisch-jüdischen Communities macht. Also es ist bekannt, dass 95% der Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, aus der ehemaligen Sowjetunion stammen und 45% aus der Ukraine. Was hat sich verändert seit der Emigration auch von ukrainischen Jüdinnen nach dem Krieg? Und wie reagieren jüdische Gemeinden darauf? Also bemerkst du Spannungen oder Konflikte oder auch Solidarität in den Communities? Genau. Ja, danke für die Frage. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Ich versuche mich kurz zu fassen. Du hast es ja schon erwähnt, die Situation ist die, dass der absolute Großteil der Jüdinnen und Juden, die heute in Deutschland leben, aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Die größte Gruppe kommt aus der Ukraine. Das heißt für uns, dass es momentan keinen einzigen jüdischen Raum, keine einzige jüdische Organisation, keine einzige jüdische Veranstaltung gibt, in der dieser Krieg nicht eine enorme Rolle spielt. In dem nicht, kein einzigen Raum, in dem das nicht irgendwie ein Thema ist, über das gesprochen wird und das immer präsent ist. Und ich muss tatsächlich sagen, also auch so die Frage, wie ich mich bezeichne, post-sowjetisch oder post-ost, das sind Diskurse, über die wir noch nicht genügend reflektiert haben, einfach weil wir tatsächlich bis zu diesem Krieg kaum darüber geredet haben, was es bedeutet, post-sowjetisch oder post-ost-jüdisch zu sein.
Und das ist total bezeichnend, weil obwohl die größte Gruppe von uns diesen Background hat, war das super selten irgendwie ein Thema, sondern wir waren dann eben mit Antisemitismus beschäftigt oder ja, mit anderen Problemen und Herausforderungen, die jüdische Gemeinschaft hat. Und was dieser Krieg tatsächlich verursacht hat innerhalb der jüdischen Gemeinden und Institutionen, ist einerseits, dass eigentlich so gut wie jede jüdische Organisation ihren alltäglichen alltägliches Tun und alles, was so passiert, umgestellt hat auf Betreuung von Geflüchteten, auf Diskurse, was das bedeutet, dass es Geflüchtete gibt, dass es diesen Krieg gibt, was es bedeutet, ein post-sowjetische Jüdin, Jude zu sein. Das ist das eine, und das andere eben ist, dass Fragen aufgekommen sind, dass wir angefangen haben, Diskurse zu führen, die wir davor einfach nicht geführt haben. Das sind Fragen wie, was macht das mit unserer Identität, was bedeutet das für unsere Identität, dass wir diesen Hintergrund haben, und was das für unsere Identität bedeutet, ist eben, dass sehr, sehr viele von uns durch den Kommunismus ohne Religion aufgewachsen sind. Ich will nicht sagen ohne Tradition, weil sowjetische Jüdinnen und Juden natürlich eine Tradition hatten, aber eben keine religiöse Tradition, das wurde uns genommen. Das heißt, viele von uns mussten erstmal irgendwie dahin finden, was es bedeutet, Jude, Jüdin zu sein. Das ist bei vielen in Deutschland passiert. Also beispielsweise komme ich aus einer absolut atheistischen Familie und musste mir alles selber beibringen, als ich irgendwie mit 16 anfing, in jüdischen Organisationen aktiv zu werden. Und das ist bei ganz, ganz vielen so. Deswegen haben die Ressourcen und die Zeit immer gefehlt, sich eigentlich mit diesem post-sowjetischen Background auseinanderzusetzen. Fragen nach Identität, was heißt das für unsere Identität? Aber auch Fragen nach, was bedeutet es, wenn man gleichermaßen von Antisemitismus und von antislawischem Rassismus betroffen ist? Das ist eine Frage, die wir uns bis zu diesem Krieg einfach nicht gestellt haben. Und ich finde es immer, also ich finde es total krass, weil das Jüdischsein erkennt man den meisten von uns nicht an. Weil dadurch, dass wir postsowjetisch sind, ist der Großteil von uns nicht religiös, zumindest nicht orthodox. Aber das, was wir alle in unseren Familien haben, sind Konsequenzen dessen, dass wir aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Das eine, wie schon gesagt, eben, dass wir keine Religion von zu Hause mitgegeben bekommen haben. Und das andere eben, dass unsere Eltern viel mehr in ihrem Alltag unter Antislawismus leiden als unter Antisemitismus. Weil man ihnen das Jüdischsein nicht erkennt, aber man hört ihren russischen Akzent, man sieht ihn irgendwie, also man schreibt ihnen bestimmte Dinge zu, anhand von bestimmten Merkmalen, die sie haben. Und ein weiteres sehr, sehr großes Thema für die jüdischen Communities, worüber auch die junge Generation, obwohl das Teil unserer Lebensrealität ist, aber wir haben auch darüber kaum gesprochen bis jetzt, und zum Glück kommt das jetzt, ist die Lage von SeniorInnen, von jüdischen SeniorInnen, die 90% jüdische SeniorInnen, die eben zu 90% auch jüdische Kontingentgeflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion sind, 90% von ihnen leben an der Armutsgrenze. Weil im Gegensatz zu SpätaussiedlerInnen werden bei jüdischen Kontingentgeflüchteten die Jahre, die sie in der Sowjetunion gearbeitet haben, nicht anerkannt als Einzahlung in das Rentensystem. Das heißt, 90% der jüdischen SeniorInnen, großer Teil davon sind Shoah-Überlebende, leben heute an der Armutsgrenze und beziehen Grundsicherung. Und all das sind Diskurse, die hat es davor nicht gegeben, beziehungsweise die paar wenigen Stimmen, die das thematisiert haben, wurden nie gehört. Was natürlich auch daran liegt, dass es einfach andere Herausforderungen und andere Themen gibt und nicht immer die Ressourcen für alles da waren. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was sich sehr stark verändert hat. Danke dir, Hanna. Ich würde dann später noch weiter auf dein Gesagtes eingehen. Jetzt würde ich erstmal gerne Frau Pavlik fragen. Und zwar, Sie kommen ja aus der Politik und reisen viel im Land umher, treffen sich mit VertreterInnen unterschiedlicher Spätaussiedler-Communities,
Wie erleben Sie dort die vorherrschende Stimmung? Wie gehen die Leute mit den Rissen um, die der Krieg auch in ihre Familien gebracht hat? Und stimmt das denn wirklich, dass es auch in Russland Deutschen oder Spätaussiedlerfamilien dieses Diaspora-Phänomen gibt, dass es viele Putinisten gibt? Oder ist das eine Mär, die gerne verbreitet wird, wie zum Beispiel durch die SWR-Doku, die die Goldene Kartoffel verliehen hat letztens? Ja. Ja, erstmal hallo auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank auch für den Diskussionsraum, der heute hier mit der Tagung geschaffen wurde. Ich fand das bisher sehr, sehr spannend. Ich würde schon, es zumindest in meiner Arbeit, so wie ich das wahrnehme, so wahrnehmen, dass die Stimmung durchaus gespalten ist, aber jetzt nicht 50-50 gespalten ist, sondern natürlich die große Mehrheit der Community-Angehörigen, mit denen ich persönlich zu tun habe, dazu muss man immer sagen, dass es mit denen hat, das sind die organisierten Menschen, das sind die Menschen, die sich in den Landsmannschaften bewegen, das sind die Menschen, die sich in der, als Beteiligte dieser Demokratie wahrnehmen, die in politischen Diskussionen stattfinden, die Diskurse prägen. Also das muss ich mal schon durchaus betonen, weil ich glaube, dass das auf die Konsequenzen letztendlich Auswirkungen hat. Die große Mehrheit aus der Seite ist natürlich, findet diesen Krieg schlimm. Sie verurteilt den schrecklichen Angriff auf die Ukraine. Sie zeigen sich sehr solidarisch, was jetzt zum Beispiel Hilfeleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine angeht. Wir haben organisierte Strukturen, die Hilfskonvois in die Ukraine organisiert haben. Wir haben Menschen, die selber Geflüchtete bei sich aufgenommen haben, die aufgrund auch sprachlicher Fähigkeiten im Integrationsprozess begleiten und da dem sehr, sehr offen gegenüberstehen und natürlich versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu helfen. Gleichwohl gibt es natürlich aber auch diejenigen, die von russischer Desinformation ja eben auch eingenommen werden und die das ja eben auch verbreiten und durchaus auch an diesen Autokurses teilnehmen. Die gibt es auch. Ich glaube, die große Mehrheit ist aber zumindest bei denen, mit denen ich das zu tun habe und auch bei dem, was ich weiß und wahrnehme, auch aus den Organisationen, die ja auch mit Leuten, die nicht organisiert sind, zu tun haben, die verurteilt diesen Krieg und glaubt auch nicht sämtlichen russischen Desinformationen. Durchaus haben wir aber gleichzeitig dann wieder, das haben wir auch bei dem Workshop vorhin, als es um das Thema Desinformation geht, auch wahrgenommen, natürlich auch Unterschiede in den Generationen. Also wir haben ganz viele junge Menschen, die gerade in Konfliktsituationen mit ihren Eltern, Großeltern stehen, weil diese eben Desinformationskampagnen weiter verbreiten oder zu Hause am Esstisch dann harte Thesen von sich geben. Und das schafft natürlich Brüche, das schafft innerfamiliäre Brüche, das schafft in Freundeskreisen Brüche. Da merke ich durchaus auch ein Stück weit auf der einen Seite ein Empowerment, weil wir Menschen und Organisationen haben, die diese Diskurse begleiten und unterstützen. Also Ostblick ist ja immer das beste Beispiel, die dann auch Workshops veranstalten und Menschen Strategien an die Hand legen, wie sie mit bestimmten Konfliktsituationen kommunikativ in ihren Familien umgehen können. Auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Ratlosigkeit bei einigen, weil die nicht weiterkommen, weil die weil für die es eine große emotionale Belastung auch ist, das tagtäglich mit den eigenen Familienangehörigen austragen zu müssen. Von daher würde ich schon sagen, in der Konsequenz ist der Großteil der Menschen verurteilt diesen schrecklichen Angriffskrieg und ist so ein Stück weit wie die Breite unserer Gesamtgesellschaft orientiert. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch Fälle, das haben wir aber auch in der Gesamtgesellschaft, Fälle, wo Menschen eben aufgrund der Desinformationskampagnen ja eben auch bestimmte Informationen, nur bestimmte Art von Informationen konsumieren und denen auch glauben. Und dass das schwierig ist, kommunikativ in diese Gruppen hineinzuwirken. Und das nehme ich ehrlich gesagt auch in der Aussiedler-Community genauso wahr wie in der Breite der Gesellschaft. Also ich halte nichts davon zu sagen, dass Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
jetzt total, nur die total affin wären für Desinformationskampagne. Weil natürlich, und das haben wir vorhin ja auch gut feststellen können, natürlich die Breite der Gesellschaft auch Desinformation verfällt, ja, oder in, wo Desinformationen in die Breite der Gesellschaft wirken. Gleichwohl gibt es aber auch, und das finde ich schon ein wichtiges Merkmal, eben die Situation, dass die Gruppe massiv von russischen Desinformationskampagnen bearbeitet wird. Also es ist ja ein Ziel, genau diese Community anzusprechen und genau durch diese Community unsere Gesellschaft zu spalten. Und da gibt es natürlich die persönlichen Erfahrungen, wie der Zugang über Sprache, der ja auch das Aufwachsen in der Sowjetunion und den Folgen davon, was das eigentlich bedeutet, auch im Umgang mit irgendwie Medienvielfalt oder im Umgang, wie schätze ich Informationen ein, dass das natürlich auch eine Rolle spielt, auch innerhalb dieser Community. Und von daher würde ich schon sagen, der Großteil, den sehe ich ganz klar, wie die Breite der Gesellschaft auch, aber die Community wird massiv bespielt, die wird massiv bearbeitet und natürlich wirkt das auch an den einen oder anderen Stellen extrem. So, ich bin aber immer sehr vorsichtig damit zu sagen, dass es jetzt irgendwie eine 50-50-Situation, die sehe ich nicht. Ich glaube, das ist immer noch ein sehr geringer Teil, der zu diesen Autokorsos geht, der Putin ganz toll findet und absolut unwidersprochen alles weiterverbreitet. Ich glaube nicht, dass es die große Breite der Community ist. Und nichtsdestotrotz stelle ich auch mir die Frage, auch als Politikerin, wie können wir diejenigen kommunikativ erreichen und abholen, die wir derzeit halt absolut nicht erreichen. Und die erreiche auch ich in meiner Arbeit, das muss ich selbstkritisch sagen, auch nur bedingt, weil das nicht die Leute sind, die zu den Veranstaltungen kommen. Das sind nicht die Leute, die auf meiner Homepage oder der Homepage des BMIs unterwegs sind und so weiter. Und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung, vor der wir auch gerade stehen. Ansonsten das, was ich von meinem Bekanntenkreis mitbekomme, die auch innerfamiliäre Konflikte haben, weil das ja so der zweite Teil der Frage war. Wir haben viele, die natürlich unnachgiebig dann versuchen, Desinformationen zu widerlegen, zu argumentieren, immer wieder das Gespräch suchen, wo das auch zu großen Eskalationen führt. Ich fand das schlimm, dass es wir auch in meinem Bekanntenkreis persönlich Menschen dann, also wo einfach Familien in die Brüche gehen oder Freundschaften in die Brüche gehen, weil da gar keine Kommunikation mehr stattfindet, weil man nicht dagegen ankommt. Viele, die resignieren, die reden dann gar nicht mehr über Politik oder den Krieg mit ihren Verwandten und Bekannten. Das äußert sich, glaube ich, sehr vielseitig und ist ziemlich auch individuell, wie Menschen damit umgehen innerhalb ihrer persönlichen individuellen Sphäre. Vielen Dank, Ira Peter. Also du bist ja russischsprachig, aber kommst nicht aus Russland. Was bedeutet denn die Situation gerade für dich? Wie würdest du die Rolle von Russland in der, also der russischen Sprache und der Kultur für Deutsche aus der Sowjetunion, das ist ja, glaube ich, deine Selbstbezeichnung, beschreiben? Und hat der Krieg auch nochmal Veränderungen da hineingebracht? In deinem Podcast Steppenkinder willst du ja ein ausgewogenes Bild von Deutschen aus Sowjetrepubliken vermitteln. Und wie kann denn aus deiner Sicht dieses ausgewogene Bild von dieser vielschichtigen Community aussehen? Dein Mikrofon ist noch aus, du müsstest es noch anschalten. Vielen Dank für die vielen Fragen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Ich habe das jetzt mal kurz mitgeschrieben. Hört ihr mich gut? Super. Bevor ich es vergesse, eine kurze Anmerkung zu Hanna. Ich dachte, dass Nathalie das vielleicht sagt, aber dann sage ich es ganz kurz. Hanna, du meintest, ich hoffe, dass du es okay, dass es bei Spätaussiedlern so sei, dass die Arbeitsjahre direkt in Rentenansprüche übersetzt werden. So ist es leider nicht. Also es ist, also weißt du wahrscheinlich auch, es war tatsächlich einfacher bis 92, also wie meine Familie, wir sind Aussiedler und meine Eltern, da wurde fast alles anerkannt. Aber je später dann die Deutschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken nach Deutschland gekommen sind, desto schwieriger ist das tatsächlich mit der Anerkennung. Und deshalb ist Altersarmut auch ein riesiges Problem unter russlanddeutschen Spätaussiedlerinnen. Dazu gab es auch eine Studie, die im März veröffentlicht wurde. Also das betrifft leider uns alle. Und da müssen wir auch wirklich gucken, wie man da Lösungen findet, auch für künftige Einwanderer
Gruppen, weil das nicht sein kann, dass die Menschen dann ihr ganzes Leben gearbeitet haben und dann ja im Alter arm sind einfach. Genau, das zum einen. Zum anderen, ich selbst bezeichne mich als Russlanddeutsche, obwohl ich diesen Begriff wahnsinnig schwierig finde, weil dieses Russland immer erstmal so, Russland, alle verbinden das mit dem Land und gerade jetzt ist es ja eine sehr herausfordernde Verknüpfung. Und es ist aber eben so ein Überbegriff, mit dem ich klarkomme. Das Russland in Russlanddeutsch bezieht sich auf das zaristische Russland, in das meine Vorfahren, genauso wie Nathalies Vorfahren, irgendwann mal ausgewandert sind, hat gar nichts mit dem heutigen Land Russland zu tun. Die russische Sprache spielt auch, also die meisten Russlanddeutschen wurden in der Sowjetrepublik Kasachstan geboren, so wie wir auch, wohin die Russlanddeutschen deportiert worden sind unter Stalin. Und die russische Sprache spielt nicht unbedingt in jeder russlanddeutschen Familie eine große Rolle. Deswegen finde ich es auch immer so schwierig, dass man von den Russischsprachigen spricht und wir werden dann mit in dieser Einheit gesehen, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube 30 oder 40% der Russlanddeutschen sprechen gar kein Russisch, weil dann doch schon so viele hier geboren worden sind, so wie mein jüngerer Bruder, der ist mit 5 Jahren hergekommen, der kann keinen geraden Satz sagen. Also das ist irgendwie auch schwierig, deswegen inwiefern da die Sprache eine Rolle spielt und durch den Krieg, ich weiß nicht, ob sich daran irgendwas verändert hat. Aber es ist natürlich, was du zuletzt fragtest, Anastasia, dieses ausgewogene Bild ist extrem wichtig und darüber spreche ich immer wieder mit Journalistinnen, denn man versucht uns immer in so einen Topf zu werfen, die Russischsprachigen in Deutschland. Aber da sind ja vollkommen unterschiedliche Menschen. Da sind Hanna dabei, da bin ich dabei, da sind Menschen dabei, die vielleicht einfach nur einen arbeitsmigrantischen Hintergrund haben und aus diesem Grund in Deutschland leben und tatsächlich russischsprachig sind oder russische Wurzeln haben, aber weder russlanddeutsch sind noch unter das Label Kontingentflüchtling fallen. Was übrigens ein ganz schlimmer Ausdruck ist, den ich total ungern verwende. Also deswegen ist diese Differenzierung ist ganz, ganz wichtig und in letzter Zeit ist der Begriff Postost aufgekommen und ich weiß, dass einige Russlanddeutsche Schwierigkeiten damit haben, sich so zu bezeichnen, weil sie Angst haben, dass das Spezifikum an ihrer Geschichte, also diese Deportationsgeschichte der Russlanddeutschen, da so komplett ausgeblendet wird und dass wir dann nur noch diese eine Postost-Masse sind. Ich sehe das, ich verstehe diese Bedenken, dennoch sehe ich mich als Teil von Postost, weil wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir Menschen, die aus den ehemaligen sowjetischen Republiken stammen, wir haben aber auch alle unsere Eigenheiten und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir der Öffentlichkeit und gerade auch Medienschaffenden gegenüber diese Besonderheiten auch klar machen, damit sich niemand verletzt fühlt. Denn das ist das Problem. Wenn diese Besonderheiten nicht beachtet werden, dann sind Menschen auch verletzt und resignieren, ziehen sich aus der Gesellschaft zurück und das stärkt das Wir leider nicht, sondern das vereinzelt uns und dann haben eben rechtsgerichtete Parteien beispielsweise mehr Macht und können genau solche Leute abholen, die sich gedemütigt fühlen und die sich nicht abgeholt fühlen in der Gesellschaft. Ich hoffe, ich konnte alles beantworten. Bestimmt nicht, aber das soll mal reichen von meiner Seite. Vielen Dank, Ira. Alexandra, du hast ja auch gar nicht mehr so lange Zeit. Deswegen würde ich auch gerne an dem, was Ira zuletzt gesagt hat, anknüpfen. Und zwar dem Thema Post-Ost, was wir vorhin schon angeschnitten haben. Und zwar, wie siehst du denn als Ukrainerin in der Post-Ost-Community die Interessen von UkrainerInnen vertreten? Hat sich auch der Blick auf Post-Ost von UkrainerInnen nochmal verändert seit Kriegsbeginn? Und gibt es genug Support oder ist da viel mehr nötig, um der Situation gerecht zu werden? Ja, wie ist dein Blick auf die Situation und was bekommst du aus deiner ukrainischen Community mit? Mhm. Dankeschön für die Frage. Ich muss gestehen, dass bei uns in der ukrainischen Community, die sind auch nicht homogen, sind alles sehr unterschiedliche Menschen. Bei uns ist der Begriff auch nicht so richtig angekommen. Also als ich mich jetzt zur Veranstaltung vorbereitet habe, habe ich ein bisschen rumgefragt. Keiner kannte den Begriff. Und ich denke, viele Ukrainerinnen würden mir zustimmen. Es ist zum einen natürlich so eine, es basiert schon mal auf einer Fremdbezeichnung, ne? Ostblock. ich habe nie über mich gedacht, dass ich aus dem Ostblock komme. Ich habe über mich gedacht, dass ich aus dem europäischen Land komme, namens Ukraine. Und jetzt bin ich hier in Deutschland und bin Berlinerin. Das ist meine Selbstidentifikation. Das ist zum einen. Zum anderen ist natürlich für uns in der jetzigen Situation dieser Begriff unglaublich schwierig und also
definitiv nicht so richtig unterstützend. Und ich kann auch gut erklären, warum. Wir fragen uns, viele von uns fragen sich, wie geht es denn eigentlich mit Russland weiter? Was soll geschehen, damit Russland nicht nochmal in 10 Jahren in die Ukraine einmarschiert? Der Krieg dauert seit 2014. Und die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Aber was, also da bin ich mir ziemlich sicher, was muss geschehen? Was muss geschehen, damit es eben sich nicht wiederholt, ne? Weil es basiert auf einem imperialistischen Blick, es basiert auf einer nicht stattgefundenen Dekolonisierung und Deimperialisierung. So. Und die Antwort aus unserer Community ist ganz klar, es muss Verantwortung übernommen werden. Ich sage jetzt nicht Schuld, ne? Schuld, also, wer hat Schuld? Es müssen, also Menschen aus Russland müssen Verantwortung übernehmen, und zwar alle. Und dies ist wichtig für Russland selbst, damit ein Dekolonisierungs- und Deimperialisierungsdiskurs überhaupt gestartet werden kann, damit die Gesellschaft verändert werden kann. Weil irgendwie ist es so, ich spreche auch mit Russen in Berlin, weil wir sind natürlich weiterhin, wir sprechen doch weiter miteinander, ne? Die sind gegen Putin und die sagen mir, ja, aber wir assoziieren uns nicht so richtig mit Russland. Wir sind, ja, nee. Aber dann ist es so für mich ein bisschen schade, weil, also ich kann es verstehen, aber das ist so eine gewisse Dichotomie, so eine Abneigung. Nee, ich bin ja eigentlich hier, ich bin ich bin Migrant. Kann ich einerseits verstehen, aber andererseits, wer wird die Verantwortung übernehmen? Also wer wirkt in die Zukunft hinein, damit es sich nochmal nicht wiederholt? Das ist meine große Frage, und diese Diskussion können Ukrainerinnen nicht machen. Wir können sie nicht starten. Wir können für Russland ihre Hausaufgaben nicht machen. Das muss aus der russischen Gesellschaft kommen. Und da es ja in Russland selbst gerade vermutlich nicht möglich ist, nehme ich an, müsste es hier begonnen werden. Also müsste es dann von liberalen Menschen aus Russland, die hier leben, muss so ein Diskurs gestartet werden mit, ist schrecklich, wir übernehmen die Verantwortung, eben um es in der Zukunft nicht nochmal wiederholt, also damit es sich nicht nochmal wiederholt. Das ist so die Hauptfrage für mich. Deswegen ist Post-Ost, da sind wir noch gar nicht, also da sind wir nicht so richtig drin, weil da diese Unausgewogenheit der Machtverhältnisse, die es eben zwischen einem Imperium und einer ehemaligen Kolonie, weiß nicht, gibt, auf jeden Fall gibt. Und da finde ich mich persönlich, also jetzt müssen wir nur für mich sprechen, nicht wieder. Ich bin nicht Post-Ost. Ich bin meistens Berlinerin, noch mehr bin ich Kreuzbergerin. Und zurzeit, besonders seit dem 24., bin ich viel öfter Ukrainerin in Berlin. Und ansonsten, eine Frau, eine Kämpferin, Aktivistin, aber nicht Post-Ost. Danke. Danke dir für die Erläuterung und für deine persönliche Sicht auf den Blick. Jetzt hast du auch die russische Gesellschaft und die russische Exil-Community erwähnt. Das ist, also meines Erachtens nach, ist es nochmal was anderes als Post-Ost, weil Post-Ost ja im Gegensatz zu Ostblock auch zum Beispiel so eine Selbstbezeichnung ist von Menschen aus nicht nur ehemaligen Sowjetunion, sondern auch aus Polen, aus dem Balkan, Während die russische oder russländische Exil-Community sich, glaube ich, auch nicht so als Post-Ost sieht. Und vor dem Kriegsbeginn haben sich zumindest einige UkrainerInnen, die hier seit den 90ern sind, noch zu Post-Ost gerechnet. Und jetzt viele sind auch eben davon abgerückt, also seit dem Kriegsbeginn, weil sie lieber mit ihren eigenen, also mit ihren Leidensgenossen, mit UkrainerInnen, die diesen Krieg erleben, also gemeinsam Sache machen wollen, was auch nur zu verständlich ist. Aber hast du vielleicht irgendwie eine Idee, welche Begrifflichkeiten passend für dich wären, um über zum Beispiel eben diese Communities zu sprechen, damit die nicht vereinheitlichend sind, aber doch die Realität beschreiben, die Menschen aus Osteuropa in Deutschland machen? Oder würdest du sagen, diese Begriffe sind eigentlich gar nicht notwendig, zumindest nicht aktuell?
Ja, aus meiner Sicht sind sie ehrlich gesagt nicht notwendig. Und ich für uns ist es, wie gesagt, problematisch. Ja, ich verstehe, was du meinst mit Post-Ost, aber dann irgendwie ist jetzt auf einmal keine Russe. Und es ist für mich schon wieder, ne? Wir übernehmen die Verantwortung. Gut, ich habe es verstanden. Begrifflichkeit. Also ich tue mich unglaublich schwer mit dem Begriff post-sowjetisch, weil das ist wieder die nicht aufgearbeitete in Geschichte eines Imperiums. Ne? Irgendwie sagt keiner von uns post-Habsburger monarchisch. Ich komme aus Tschernowitz, also theoretisch könnte ich das, aber das würde ich nie tun, ne? Weil es ja Geschichte, dieses Imperium, das Habsburger Imperium gehört ja der Geschichte. Ich würde nicht... für mich ist es zu divers. Für mich sind diese Communities zu divers, um sie unter einem Begriff eben unter einen Hut zu bringen. Und ich würde einfach den Menschen ihre Selbstbezeichnungen überlassen. Und ich würde auch die Menschen vor allem fragen, wie sie selbst bezeichnet werden möchten. Und für uns ist es zur jetzigen Zeit sehr, sehr klar, unsere Selbstbezeichnung ist Ukrainerinnen oder Menschen aus der Ukraine. Und ich wollte nur ganz kurz darauf eingehen, was Yannis Panagiotidis gesagt hat über diese Überheblichkeit Richtung dann Russen und Ukrainern. Ich kann nur sagen, egal wie viel wir sagen, bitte lädt uns nicht zu dialogischen Veranstaltungen mit Russen ein. Egal wie viel wir das sagen, wird es immer wieder paternalistisch zu diesen Veranstaltungen von der deutschen Seite eingeladen. Und ich finde es ehrlich gesagt unmöglich. Unmöglich. Und da zeigte sich nochmal, wir sind die Europäer, ja, wir sind die Demokraten, wir bringen euch mal Demokratie bei und überhaupt, ihr sollt euch alle versöhnen. Und Konflikte dürfen es nicht geben und egal, dass ihr sagt, wir wollen nicht in den Dialog treten, wir laden euch jetzt alle ein. Also danke, ich bin im Dialog. Also wir sprechen mit den Menschen weit aus Russland. Privat sprechen wir, danke. Und wenn wir irgendwann einen Dialog wollen, der passiert A, nach dem offiziellen Dialog, meine ich, nachdem die Ukraine diesen Krieg gewinnt, B, nachdem die Reparationen gezeigt werden, C, nachdem es eine Aufarbeitung der Kriegsverbrechen von der russischen Seite stattfindet, ja, und nachdem es eine Übernahme der Verantwortung stattgefunden hat. Dann können wir in einen offiziellen Dialog auf einer Veranstaltung treten. Jetzt war es ein bisschen ein Exkurs. Nee, vielen Dank. Also ich habe dem auch gar nichts hinzuzufügen und stimme dir auch komplett zu. Und danke dir für die klaren Worte. Zu dem, was du gesagt hast, dass vielleicht die Communities zu partikular sind, um sie unter Post-Ost zu subsumieren, gibt es auch weiter oben im Chat einen Beitrag von Marta Petek, die sagt, dass zum Beispiel auch Balkan oft unter Post-Ost subsumiert wird, beziehungsweise sich Menschen aus der Balkanregion als Post-Ost bezeichnen, aber diese Themen halt viel weniger Widerhall finden als eben Themen aus Osteuropa. Und ähnlich verhält es sich auch mit Polen, also dass Polen, obwohl es Nachbarland von Deutschland ist, häufig überhaupt nicht mit einbezogen wird in die Diskurse. Genau, so viel dazu. Und dann würde ich gerne, Nathalie, dich nochmal dran nehmen, weil ich weiß auch, dass du um 17.15 Uhr leider schon los musst. Du hattest ja vorhin auch eben darüber gesprochen, dass in der gesamten Bundesrepublik diese Konflikte in den Familien bestehen und sich durch die Familien und Freundschaften ziehen. Und da du ja aus der Politik kommst, würde ich dich gerne fragen, welche Maßnahmen kann oder will die Bundesregierung angesichts dieser tiefen gesellschaftlichen Gräben ergreifen? Welche Strategien gibt es da oder sind geplant? Und was würdest du vielleicht auch als Expertin vorschlagen, auch um gegen kremlnahe Propaganda zum Beispiel vorzugehen? Vielen Dank. Ich habe eigentlich so 5 Punkte, die ich an der Stelle wichtig finde. Das ist zum einen, dass wir unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Und das meine ich im vollen Umfang. Also sowohl, dass wir natürlich schauen, dass
die Gruppen bei uns hier politisch nicht gespaltet werden und dass wir dagegen halten, dass wir als Politik alles dafür tun, dass auch so in der sozialen Frage diese Gesellschaft gerade zusammenhält, weil die Solidarität der Menschen schwindet, wenn die ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können oder wenn die selber einfach extrem verzweifelt sind und nicht wissen, wie sie über die Runden kommen und das dann in solchen Situationen verfangen eben hetzerische Politiken und Populismus sehr stark. Und deswegen finde ich das wichtig, auch auf der sozialen Ebene zu gucken, dass diese Gesellschaft gerade zusammenhält und wir auch politische Statements, also auch, deswegen fand ich das schon auch gut und wichtig, deutlich zu machen, dass die Menschen, die hier leben, absolut nichts oder nur zumindest am Anfang, natürlich muss man jetzt gucken, wie weit das mit der Weiterverbreitung von Propaganda aussieht, aber nichts mit diesem schrecklichen Angriff zu tun haben und man die nicht in Sittenhaft für etwas nehmen sollte, was andere verursachen. Das fand ich ganz gut, dass es da auch klare Positionierungen gab, eben gegen irgendwie jetzt hier einzelne Personen oder einzelne Gruppen in Sippenhaft für etwas zu nehmen. Das finde ich auch wichtig, das immer wieder deutlich zu machen. Und natürlich spielt die Förderung der politischen Bildung, das war vorhin ein ganz, ganz, ganz großes Thema, eine wichtige Rolle. Wir machen jetzt gerade das Demokratiefördergesetz. Wir unterstützen mit Geldern Projekte im Rahmen der politischen Bildung. Ich habe jetzt erst im Rahmen der aktuellen Haushaltsverhandlungen Gelder für Medienbildung erkämpft quasi, damit die auch freigestellt werden. Wir müssen unabhängige Medienangebote, die auch in russischer Sprache stattfinden, unterstützen, meiner Meinung nach, weil Sprache doch ein wichtiger Faktor auch in der Auseinandersetzung ist. Und ich finde es auch gut, dass zum Beispiel unabhängige Journalistinnen hier in Deutschland ganz klar auch Asylrecht bekommen und dass wir das unterstützen, die Menschen hier aufzunehmen und ihnen ihre Arbeit weiter zu ermöglichen. Das finde ich sehr gut. Ich finde das wichtig, dass wir natürlich immer wieder auch Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung über wie Propaganda wirkt und wie das stattfindet, in welcher Art und Weise, dass das auch immer weiter gefördert wird und unterstützt wird. Und am Ende die Kompetenzen im Umgang mit Medien und Nachrichten in der Breite der Gesellschaft gestärkt werden. Ist, glaube ich, schon etwas, was wir politisch noch mehr fördern müssen. Und es ist ja auch im vorherigen Workshop deutlich geworden, dass es da gerade auch nicht nur um den Raum Schule oder junge Menschen geht, sondern vor allem auch um die älteren Menschen, dass wir die auch im Rahmen der politischen Bildung abholen. Und natürlich müssen wir auch alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen, die wir haben, nutzen, um auch rechtlich im Zweifel gegen etwas, was auch schon verstößend ist, vorzugehen als Gesamtgesellschaft. Und deswegen fand ich dann zum Beispiel auch wirklich rechtsstaatliche Vorgehen gegen Menschen, die irgendwie Putins Narrative so massiv hier verbreiten, wo das absolut schon an der Grenze der Legalität ist, dagegen auch vorzugehen, dass es wichtig ist, auch die Gesetze, die wir haben, zu nutzen und umzusetzen und ganz klar zu zeigen, dass wir das so nicht akzeptieren. Wir haben jetzt massive zum Beispiel Neugründungen von irgendwelchen Verbänden und Vereinen, die sich gegen Russophobie einsetzen wollen, die eigentlich aber pro-russische Narrative in unsere Gesellschaft tragen und versuchen auch diese Gesellschaft zu spalten. Und ich finde, dass man da eben auch aufklären muss und das beobachten muss. Und dann, wenn im Rahmen unserer rechtsstaatlichen Möglichkeiten, wenn etwas nicht mehr legitim ist, dagegen auch vorzugehen. Das fände ich wichtig. Am Ende glaube ich schon auch, dass gerade, und das ist meine Erfahrung auch aus der Community heraus, gerade Vertrauen in die Demokratie viel auch mit der sozialen Sicherheit zusammenhängt. Und deswegen fand ich den Punkt, den hat Hanna angesprochen, Ira hat ihn dann nochmal ergänzt mit zum Beispiel bei den Rentnerinnen und Rentnern und das, was die auch für Abstiege erlebt haben im Ankommen in diese Gesellschaft, finde ich auch wichtig, das zu diskutieren und immer auf den Schirm zu haben. Ich habe das jetzt Gott sei Dank
durchgesetzt. Das ist zwar nur eine kleine Abmilderung, aber dass der Härtefallfonds, den wir auf den Weg gebracht haben, dass der jetzt auch, weil die Länder nicht mitmachen, allein mit Bundesmitteln umgesetzt wird und so wenigstens, also das betrifft die Ostrenten, die jüdischen Kontingentflüchtlinge. Ich finde das Wort Kontingentflüchtlinge auch schwierig, aber ihr wisst ja, was ich damit meine. Und eben die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler eine kleine Abmilderung bekommen, eine finanzielle Entschädigung. Das finde ich wichtig und ich stelle immer wieder fest in meinem persönlichen Rahmen, dass wir auch gerade aus der Community heraus immer wieder, was ist das für eine Demokratie, wenn ich tagtäglich arbeiten gehe, aber am Ende des Monats von meinem Lohn nicht leben kann? Oder was ist das für eine Demokratie, wenn so viele Menschen in Altersarmut leben müssen? Und so, dass das sehr wohl viel auch damit zusammenhängt, dass viele Menschen auch massive Abstiege hier erlebt haben im Ankommen in die deutsche Gesellschaft. Und ich finde, das muss man sichtbar machen und darüber sprechen und auch darüber sprechen, wie wir sozialpolitische Verbesserungen schaffen können, damit Menschen auch an diese Demokratie glauben und diese Gesellschaft zusammenhält. Deswegen hängen für mich beide Aspekte sehr gut, also sowohl zusammen, sowohl die Demokratiebildung als auch soziale Fragen. Darf ich noch eine kurze Nachfrage stellen oder musst du jetzt? Ja. Okay, also ich wollte noch gezielt nachfragen. Und zwar haben jetzt in den letzten Wochen auch zahlreiche Geflüchtetenheime, wo ukrainische Flüchtlinge untergebracht waren, gebrannt oder wurden geschändet, Hakenkreuze, genau, ukrainische Geflüchtete wurden angegriffen, auch von Rechten oder von pro-russischen Spätaussiedlern oder genau anderen russischsprachigen Menschen, aber halt eben auch von deutschen Rechten. Gibt es da Strategien der Bundesregierung, wie dagegen vorgegangen werden kann oder wird die Ernsthaftigkeit überhaupt genug ernst, also wird es überhaupt genug ernst genommen oder haben wir eher ein ähnliches Szenario wie 2015? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das sehr ernst genommen wird, gerade von unserer Innenministerin, die ganz klar gesagt hat, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für unsere Demokratie. Und die dann auch direkt am Tag nach dem Anschlag zum Beispiel auch dahin fährt zu diesen Flüchtlingsheimen und dann sich die Situation vor Ort genau anschaut und auch mit aller Härte dahinter steht, dass diese Menschen bestraft und belangt werden, die sowas tun. Und ich glaube schon, das ist natürlich, also und da sind wir wieder an dem Punkt, wie weit wirken Gesetze, wie weit kann man sowas von oben herauf steuern? Also ich glaube schon, dass wir viele Gesetze haben, die genau gegen, also auch gegen rechts vorgehen und die auch uns dem Rechtsstaat Mittel an die Hand geben, dagegen vorzugehen. Vieles muss aber auch von unten herauf organisiert und aufgeklärt und aufgearbeitet werden und gegengehalten werden, damit eben Rechtsextremismus auch nicht wirkt. Ich glaube, also ich finde schon, so wie ich auch unser Ministerium und die Innenministerin wahrnehme, dass es ihr ein sehr, sehr wichtiges Anliegen ist, dagegen gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Aber letztendlich braucht das die gesamte Gesellschaft. Vielen Dank, Nathalie, und auch danke, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Genau. Ich muss jetzt leider wirklich zum Anschlusstermin. War sehr schön. Ich freue mich, den einen oder die andere an der einen oder anderen Stelle wiederzusehen. Danke dir. Schönen Tag noch. Ich sage an dieser Stelle auch tschüss. Vielen Dank. Ich muss leider auch weiter. Vielen Dank für diese sehr, sehr wichtige Tagung. Ich bin gespannt auf die Dokumentation. Alles Gute. Danke dir, Alexandra, und auch für deine wichtigen Worte. Danke. Tschüss. Ja, wir würden die Diskussion jetzt doch auf jeden Fall zu Ende führen, genau, weil ich auch noch Fragen an Hanna und Ira habe und ich dabei bleiben will. Und wir würden uns sehr freuen, auch wenn wir jetzt ein bisschen überziehen müssen. Genau, Hanna, es kam jetzt auch schon im Publikum, im Chat die Frage, wie du denn wahrnimmst, ob russische Propaganda auch in den jüdischen Communities rezipiert wird und wie damit umgegangen wird, das so als erste Frage. Und als zweite, welche Solidarität, also aktive Solidarität, nimmst du wahr, vielleicht auch in deiner eigenen Gemeinde oder in deinem eigenen Umfeld? Genau, also zur ersten Frage, auf jeden Fall sind auch jüdische Communities von russischer Propaganda betroffen und auf jeden Fall findet sie auch in jüdischen Communities Anklang. Es ist schwierig, weil wir tatsächlich, soweit es mir bekannt ist, sehr wenig Forschung haben. Es ist schwierig zu pauschalisieren. Ich kann keine genauen Zahlen nennen. Ich kann aber sagen, dass es auch da, also
dass die Leute, die pro-Putin sind, innerhalb jüdischer Communities in der Minderheit sind. Und vor allem ist das ein Generationskonflikt. Also die Personen, die auf russischer Seite sind, sind in der Regel SeniorInnen, die eben auch durch diesen Abstieg, den sie erlebt haben, die letzten 10, 20 Jahre vor russischem Propagandafernsehen verbracht haben und das infiltriert haben über Jahrzehnte. Und natürlich aber auch dieses gewisse Mindset, was die Sozialisierung in einer Diktatur, was das, also was ja bei uns der Fall ist, bei sehr vielen, mitbringt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch sehr, sehr viel Support und sehr, sehr viel irgendwie auch unerwartete Politisierung der jüdischen Communities. Nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch zum Beispiel bei der Generation unserer Eltern. Also ganz, ganz viele meiner FreundInnen waren jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben mit den Eltern auf Demonstrationen. Also irgendwie so ein Aufwachen der Elterngeneration ist etwas, was ganz, was wir sehr stark beobachten können. Generell bei der jüngeren Generation, beim jüdischen Personen in meinem Alter herrscht, würde ich sagen, eine sehr starke Solidarität mit der Ukraine vor. Genau, aber wie gesagt, leider habe ich keine genauen Zahlen dazu. Ich habe aber auch viele Beispiele für konkrete Taten. Ich habe das vorhin ja schon angesprochen. Die meisten jüdischen Organisationen haben ihren alltäglichen Betrieb seit Februar komplett auf den Kopf gestellt. Und zumindest so für die ersten, also langsam geht das auch wieder zurück. Das ist auch eine Problematik, über die wir sprechen müssen. Wie präsent ist das jetzt eigentlich noch? Weil man merkt, es wird weniger, als es vor ein paar Monaten noch der Fall war. Aber zumindest für die ersten 3 Monate haben sich jüdische Communities eigentlich fast ausschließlich mit dem Krieg beschäftigt und mit Geflüchteten beschäftigt. Die jüdische Studierenden Union Deutschlands hat zusammen mit den österreichischen, mit dem österreichischen Pendant, mit den österreichischen, jüdisch-österreichischen HochschülerInnen, so, 2 LKWs voller Spenden in die Ukraine geschickt. Und dafür, dass wir Studierende sind und alle ehrenamtlich sind und irgendwie eine Woche lang nur uns um diese Spenden gekümmert haben, war das, finde ich, ist das relativ viel gewesen. Wir bieten auch weiterhin Safer Spaces an für Jüdinnen und Juden. Wir definieren es nicht, ob das jetzt nur für russischstämmige oder ukrainischstämmige Jüdinnen und Juden ist, sondern Safer Spaces für alle, weil wir wissen, dass es eben, wie gesagt, in jedem jüdischen Raum gerade ein Thema ist und weil eben 99% der jungen Jüdinnen und Juden solidarisch mit der Ukraine sind. Genau. Danke dir, Hanna. Dann noch zum Abschluss, Ira. Du warst ja vor dem Krieg in Odessa als Stadtschreiberin und gerade bist du in Georgien, in Tbilisi und schreibst ja auch dort über die Situation. Finden denn deiner Meinung nach in Georgien vielleicht schon Diskurse statt in der sowohl russischen als auch ukrainischen Community oder vielleicht in beiden Communities, die es in Deutschland noch nicht gibt? Also gibt es da vielleicht progressivere Herangehensweisen an den Krieg und den Umgang damit? Oder würdest du sagen, dass eigentlich Deutschland eher Georgien viel voraus hat? Und ja, also wie nimmst du die Situation wahr? Oh, ich glaube, ich habe da nicht diesen super Überblick, um das wirklich gut beurteilen zu können. Also was ich in Georgien eben beobachtet habe, ist, dass die Russinnen und Ukrainerinnen sich aus dem Weg gehen größtenteils. Die möchten sich nicht begegnen. Die Russinnen, die dort sind, sind, würde ich schon sagen, überwiegend oppositionell und gegen den Krieg und fühlen so eine Art Kollektivschuld. Und die Ukrainerinnen hassen einfach alle Russen und haben auch keinen Bock auf die. Aber es gibt da doch einige Projekte, also ein paar wenige, und das finde ich großartig. Also es gibt so eine Initiative in Tbilisi von Russinnen, die sammeln Spenden und vor allem für Medikamente. Und die haben auch so Art Safer Spaces, wo sich diese Menschen begegnen können. Und das funktioniert sehr gut. Und dann gibt es im Kunstbereich einen Ort unter einer Brücke, wo sich auch Menschen aus Russland und der Ukraine begegnen und auch gemeinsam Performances und so machen. Also ich denke aber, dass es das in Deutschland auch gibt. Und ansonsten ist die Situation in Georgien einfach vollkommen schizophren.
weil das georgische Volk überwiegend pro-ukrainisch ist und definitiv gegen Russland und die georgische Regierung aber eher pro-russisch ist aus verschiedenen Gründen, also aus finanziellen Gründen, aus Gründen der Angst, weil man aus dem Krieg 2008 erfahren hat, okay, es kann so sein und zack, werden mich überrollt. Und es ist einfach so, dass vor Tbilisi, das ist nicht mal eine Autostunde Fahrt entfernt, stehen halt mehrere tausend Menschen, also russische Soldatinnen und können einfach dieses Land überrollen, wenn sie Bock drauf haben. Also es ist eine völlig absurde Situation und am Anfang war die Stimmung gegenüber Russinnen sehr, sehr angespannt und ich habe viele Russinnen getroffen, die zu Beginn Angst hatten, sich auch auf Russisch zu unterhalten in der Öffentlichkeit und mittlerweile ist es aber entspannter geworden. Also was auf jeden Fall schön ist, ist, dass man irgendwie versucht, miteinander klarzukommen und Verständnis versucht, füreinander zu schaffen und das ist auch meine Herangehensweise. Also natürlich bin ich absolut zu 1000% pro-ukrainisch und die Ukraine wird gewinnen, davon bin ich überzeugt. Und dennoch versuche ich nach vorne zu gucken und überlege, wie gehen wir denn mit diesem besiegten Russland in Zukunft um? Wie gehen wir denn mit Menschen um, die jetzt in Georgien oder in Armenien sind und gegen Russland sind? Also wir müssen versuchen, irgendwie mit diesem Hass umzugehen, den viele meiner ukrainischen Freunde gerade spüren und die es halt nicht so geil finden, dass ich mit Russinnen Interviews führe, aber ich glaube, wir müssen einfach trotzdem nach vorne gucken und schauen, dass wir auch diesem Russland irgendwie eine Chance geben, genauso wie Deutschland damals auch eine Chance gegeben wurde, aber wie das dann konkret aussieht, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, das man auch irgendwo im Auge behalten muss, auch wenn jetzt erstmal der wichtigste Punkt ist, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt und es ist nicht der Krieg der Ukraine, das ist unser Krieg und das ist für mich das Allerwichtigste. Wir dürfen nicht aufhören, darüber zu sprechen. Danke dir auch für die klare Botschaft am Anfang, am Ende, die ich komplett so unterschreibe. Um jetzt auch zum Ende zu kommen, würde ich gerne noch kurz auf die Chatbeiträge eingehen. Und zwar hat das Jana Schäfer sehr gut zusammengefasst. Sie sagt, Identifizierung ändert sich je nach Frage, nach Gegenüber, wo man sich aufhält und so weiter. Wenn wir Begriffe wollen, dann müssen wir die Diversität und subjektive Sichtweisen und sich ändernde Verhältnisse irgendwie abbilden. Und hierbei auch ein Dank noch an Alexandra, weil die das so gut zusammengefasst hat. Und auch noch von Masumi, eine generelle Sippenhaft aller Russischsprachigen oder Russinnen ist sicherlich nicht hilfreich, aber allerdings sollte genau das nicht im Widerspruch mit den Forderungen von Alexandra Wienert stehen, dass auch Menschen in Deutschland, die eine Verbindung zu Russland haben, sei es die Sprache, der Pass oder irgendwie die Kultur, sich der Bedeutung davon und die damit einhergehende Verantwortung des Angriffskrieges stellen müssen. Zum Beispiel eben, wie auch vorher schon eindringlich gesagt wurde, die Aufarbeitung der imperialen Geschichte und Gegenwart Russlands. Ja, genau. Und auch, dass Parteien auf migrantische Communities zugehen sollten, das Feld nicht den anderen überlassen dürfen, den anderen Nicht-Demokratinnen. Ich danke euch allen für die Teilnahme und für eure wertvollen Beiträge und auch vielen Dank an unser Publikum fürs Zuhören und für das aktive Mitmachen. Und dann würde ich für das Schlusswort jetzt auch nochmal übergeben an dieser Stelle.